Der Junge war einfach genial und den haben wir vorher und nachher nicht beim VfL gehabt. Das war eindeutig ein ganz Spieler, wo ich mitgespielt habe. Schnell, André Schnell war ja auch Nationalspieler, der von Duisburg dann noch die letzten Jahre gemacht hatte. Und da muss ich sagen, fantastischer Spieler gewesen. Eppenhoff hatte den Kontakt zum Eier Krämer, der hat ihn in Duisburg trainiert. Der Eier hat gewechselt nach Hamburg zum HSV. Kam er nicht zurecht, menschlich nicht zurecht. Und dann hat der Eppenhoff, komm rüber nach Bochum. Und so sind wir an Eier Krämer gekommen. Das war auch eine kleine Fußballsensation Ja. hier im westdeutschen Raum. Weltfußballer auf jeden Fall, er hat internationales Format gehabt. Der Junge war so überragend. Es gibt ja wenige Fußballer, die Fußball spielen können und auf den Ball gucken. Eier Krämer guckte nie auf den Ball, er wusste, wo der Ball war. Die Steilpässe kamen, ne, in Richtung Eckfahnen, ne? Der Eier hat sich den Ball geholt und dann kam seine Technik mit diesem wunderbaren, gefühlvollen Heber, den er dem Hans-Joachim Litzer auf den Kopf oder auf den Fuß Ja. brachte. Und das war ja ein eingespieltes Team, die beiden. Ne? Ich erinnere mich an ein unglaublich schönes Tor bei einer Aufstiegsrunde. Der VfL spielte in Offenbach und Eier Krämer zog von rechts eine Flanke rein, ohne zu gucken. Und Hans-Wallitzer flog ran, Kopfball 1:0 für Bochum. Ich war total geschockt, als ich in meine Kabine reinkam und habe mich umgezogen. Und der Einzige, der dort rauchen durfte, war Eier Krämer. Ich glaube, die Marke kann ich sogar noch sagen. Also, das war für mich, nein, das war Erte 23. Ein schwieriger Mensch, war kein Verächter von Flaschenbier und auch gezapftem Bier. Er konnte Fußball spielen, er konnte Tore schießen und war ein unglaublich feiner Mensch.